Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von Schätzen auf dem Hinterhof. Crespis Kuriositätenkabinett. Alter Kunst und modernen Fälschern. Einer Bibliothek in Stein. Idealisten und Spinnern. Menschen und Sauriern. Da bin ich wieder. Mit neuen Rätseln und neuen Fragen. Diesmal geht die Reise nach Südamerika, und zwar in den Staat Ecuador. Dort liegt die Stadt Cuenca. Und in Cuenca gibt es eine kleine Kirche mit dem Namen Maria Auxiliadora. Auf Deutsch etwa so viel wie die hilfreiche Mutter Gottes. Über 50 Jahre lang betreute Pater Carlo Crespi diese Kirche. Er genoss den Ruf eines zuverlässigen Freundes der Indio, und schon zu Lebzeiten betrachtete ihn die Bevölkerung von Cuenca wie einen Heiligen. Pater Crespi ist inzwischen verstorben. Die Einwohner von Cuenca haben ihm ein Denkmal errichtet. Was war so besonders an diesem Pater? Er hörte den Indios zu. Stundenlang, tagelang, er gewann ihr Vertrauen und half ihnen in allen denkbaren Belangen. Die Indios revanchierten sich und schenkten dem Pater Kunstwerke aus vergangenen Epochen. Der Pater stapelte die Gegenstände in einem Schuppen im Hinterhof, und als es zu viel wurde, eröffnete er einen zweiten Raum. Dort fand ich kreuz und quer aufeinandergelegt die erstaunlichsten Gegenstände, die nie in einem Museum der Welt zu besichtigen sind. Da ist ein Diskus. Er hat 22 cm Durchmesser, zeigt stilisierte Samenfäden, schmunzelnde Sonnen, die Sichel eines abnehmenden Mondes, einen großen Stern und auch noch zwei viereckige Menschengesichter. Und dann ein Bild zum Aufhängen, eine Stufenpyramide, an deren Wände Schlangen hochkrabbeln. Sollte die gefiederte Schlange der Maya damit gemeint sein? An dieser Pyramide sieht man an der Seite Kratzen oder Jaguare. Diesmal sind die Schlangen oben, und unten erkennt man klipp und klar Schriftzeichen, eingestanzt. Das Sammelsurium in Pater Crespis Hinterhof ist nie verstanden worden. Da gibt es die verschiedensten Gestalten, die nicht klassifiziert werden können, wie etwa diese Dame. Sie ist 32 cm hoch, aus ihren stilisierten Ohren hängen verlängerte Ohrenclips. Und gekleidet ist sie mit Bluse und Hosen. Vielleicht symbolisieren die Sterne ihre Herkunft. Und auf diesem Halsschmuck, der irgendwer irgendwann vor der Brust trug, erneut Schriftzeichen. Es sind 16 gravierte Zeichen, doch niemand will sich die Mühe machen, sie zu entschlüsseln. Schriftzeichen fand ich bei Pater Crespi auch auf Steintafeln eingeritzt. Schließlich fotografierte ich sogar diese Stele mit 56 Quadraten. Und in jedem Quadrat wiederum unbekannte Schriftzeichen. Eigenartig, ein indischer Professor erkannte einige dieser Schriftzeichen als altbrahmanisch. Mir persönlich ist völlig unerfindlich, woher die indianischen Fälscher im Hochland von Ecuador altbrahmanisch kannten. Die Fachwissenschaft befasst sich nicht mit Pater Crespis Schätzen. Es seien alles Fälschungen aus der Neuzeit, wird argumentiert. Mag ja sein, dass einige der platten Figuren und Stelen aus unserer Zeit stammen. Andere würde ich ohne weiteres einem verborgenen Inka-Schatz zuordnen. Die Indios unseres Jahrhunderts sind nämlich alle christianisiert. Doch auf keinem einzigen der Kunstwerke kommt auch nur das kleinste christliche Symbol vor. Die Kunstrichtung, die uns hier entgegenblickt, stammt nicht aus unserer Zeit. Die Gesichter sind fremdartig, die ganze Stilrichtung und die unzähligen eingravierten Symbole passen in keine Kunstrichtung der bekannten Kunstgeschichte. Die gravierten Metallplatten sind oft derart kompliziert und mit unzähligen Kleinstbildern versehen, die wie Filmstreifen an den großen Gestalten vorbeilaufen, dass die Fälscher, wenn es sie denn gibt, eine eigene Kunstschule eröffnen könnten. Vielleicht erzählt uns die nächste Metallplatte eine Fortsetzungsgeschichte und wir beachten sie nicht.
In verwirrender Fülle zeigen die einzelnen Bilder Kompositionen, die ineinander überlaufen. Da gibt es Gesichter mit Sonnenkränzen, giraffenähnliche Köpfe mit Strahlen oder affenähnliche, verängstigte Gesichter. Schlangen wachsen daraus empor. Alles in allem zu viele Details für eine plumpe Fälschung. Oder gar diese Platte hier. Sie ist 98 cm hoch und 48 cm breit. Nicht von schlechten Eltern. Sie ergibt als Fälschung nicht den geringsten Sinn. Was eigentlich sollte gefälscht werden? Am oberen Bildrand, ganz rechts, erkennt man einen Stern. Dann ein Wesen mit dickem Bauch und Schlangenschwanz. Ein rattenähnliches Tier. Einen Menschen im Panzerhemd, bei dem der Helm gleich angeschlossen ist. Eine dreieckige Figur mit durchlöchertem Bauch. Und schließlich auf der anderen Seite der Stele einen Kopf, aus dem Strahlen schießen. Rätselhafte Gesichter, Räder, Vögel, Schlangen und mittendrin etwas wie ein Pfeil, der nach unten weist. Das Ganze scheint ein Chaos zu sein. Nur als Fälschung taugt es überhaupt nicht. Pater Crespi war nicht irgendeine dahergelaufene Gestalt. Er war Geistlicher und wurde von den Indios wie ein Heiliger verehrt. Die Indios sagten dem Pater, ihre Schätze, die sie ihm zum Geschenk machten, stammten aus geheimen Lagern ihrer Vorfahren. Weshalb hätten die Indios den von ihnen so hoch verehrten und geliebten Pater anlügen sollen? Weshalb hätten sie ihm billigen, selbstgemachten Kitsch andrehen sollen? Ich bin dankbar und froh, dass ich noch zu Lebzeiten von Pater Crespi einige hundert Bilder schießen durfte. Über das Material dieser einzigartigen Kunstwerke darf getrost gestritten werden. Crespi selbst vermutete hinter den goldfarbenen Platten tatsächlich Gold. Dazu muss man wissen, dass die Inka unglaubliche Schmelz- und Legierungsmethoden kannten, die später nie mehr erreicht wurden. In ihren raffinierten Gießtechniken und Goldbeschichtungsverfahren mischten sie 50% Kupfer, 25% Silber und 25% Gold. Die äußere Farbe des Gegenstandes sagt also gar nichts über den Goldanteil aus. Die Inkas kannten sogar Goldüberzüge, die nur gerade 0,5 bis 2 Mikrometer dünn waren und selbst in mikroskopischen Aufnahmen erst in 500-facher Vergrößerung überhaupt wahrzunehmen sind. Die Inka verstanden es, mit ihren Methoden der Oberflächenveredelung allen unedlen Metallen das Aussehen von Edelmetall zu verleihen. Wenn man nämlich eine Kupfer-Silberblech oder auch eine Kupfer-Goldblechplatte bereichert, so sammelt sich das Edelmetall allmählich an der Oberfläche an, während das Kupfer durch die Oxidation langsam verloren geht. Schließlich sieht die Oberfläche wie pures Gold aus. Enthält die Legierung auch noch Silber, so reichern sich beide Edelmetalle an der Oberfläche an. Die beginnt dann hell silbrig zu glänzen. Alle diese Beschichtungs- und Verfahrenstechniken waren dem Inka bekannt. Nur die unglaublichen Schätze, die Pater Carlo Crespi während 50 Jahren in seinem Hinterhof zusammentrug, interessieren niemanden. Man käme ja direkt ins Schleudern, wenn plötzlich zugestanden werden müsste, dass die Inka sowohl Schriften und Elefanten kannten. Den Elefanten habe ich auf Crespis Schätzen immer wieder angetroffen. Das passt dann wie das berühmte Faust aufs Auge. Was ist zu tun? Weiterhin über Carlo Crespis Kuriositätenkabinett zu lächeln oder wenigstens einige der Kunstobjekte einer gründlichen Analyse zu unterziehen? Crespi selbst hat sich von seinen Indios nicht hereinlegen lassen. Das Vertrauensverhältnis war gegenseitig. Er würde sich vermutlich im Grabe umdrehen, wenn er sehen könnte, dass mit seiner Hinterlassenschaft gar nichts geschieht. Eine andere Sammlung, die genauso zu Widerspruch reizt wie die von Pater Crespi, liegt im kleinen Städtchen Ica und Ica wiederum ist in Peru. Ica liegt etwa auf der halben Strecke zwischen Lima, der Hauptstadt, und der Ebene von Nazca. Dort lebt in einem großen alten Haus an der Plaza de Armas die Familie Cabrera. Vater Cabrera ist Doktor der Medizin, genauer gesagt Chirurge,
Und ähnlich wie Pater Crespi in Cuenca hat sich Dr. Cabrera in Ica bei den einheimischen Indios sehr beliebt gemacht. Wenn nämlich Dr. Cabrera einen Tumor herausoperierte und die Indios nicht zahlen konnten, akzeptierte der Chirurge als Zahlungsmittel einen Stein. Sie haben richtig gehört, einen Stein. Natürlich musste es ein besonderer Stein sein, nämlich einer mit Steinritzungen. Schließlich fragte Dr. Cabrera seine Patienten, woher denn diese gravierten Steine kämen. Und endlich führte ihn ein alter Indio zu einem Versteck. Und dort lagen sie zu Abertausenden, diese seltsamen gravierten Steine. Dr. Cabrera musste inzwischen mehrere Räume seines großen Hauses in ein Steinmuseum verwandeln. Da liegen sie auf Gestellen und am Boden, Steine von Faustgröße, Fußballgröße bis zu kleineren Felsbrocken. Jeder Stein ist mit anderen Motiven graviert. Da entdeckt man Indianer, die auf Vögel reiten. Oder andere mit fremdartigen Werkzeugen. Man erkennt so etwas wie Landkarten. Zumindest würden wir heute Ländereien so ähnlich einzeichnen. Oder der große Block hier, der sieht aus wie die Kontinente. Es gibt Steine, auf denen die Indianer mit Lupen hantieren und andere, die regelrechte Herzoperationen darstellen. Da liegt ein Patient auf einer Art von Operationstisch. Schläuche versorgen ihn mit Infusionen. Zwei Chirurgen schließen die Arterien und auch die Brustöffnung wird zugemacht. Herzchirurgie vor Jahrtausenden? Oder ist das alles ein gigantischer Schwindel? Dr. Cabrera besitzt inzwischen rund 14.000 gravierte Steine. Und er weiß, dass viele darunter tatsächlich Fälschungen aus unserer Zeit sind. Die Mehrzahl der Steine ist faustgroß und zeigt Alltagsmotive wie Vögel, Blumen, Bäume, Menschen. Nur die größeren Brocken sind mit komplizierten, ineinander verschachtelten Motiven bedeckt. Trotz der Fälschungen, es gibt tatsächlich auch echte, alte Steine. In einem Kaff, 26 Kilometer vom Städtchen Ica entfernt, lebt der Indio mit dem Namen Basileo Ushuaia. Er macht sein Geschäft tatsächlich mit gefälschten Gravuren. Mit einem Bleistift markiert er die Linien auf dem Stein, dann nimmt er den Rest eines abgebrochenen Sägeblattes und griffelt innerhalb von 40 Minuten eine bescheidene Gravur in das Steinchen. Und anschließend wird der Stein ins Feuer
oder in die heiße Asche geschmissen. Die Hitze zersprengt den Stein, lässt dann sofort Ritzen entstehen. Oft auch werden derartige Steine hinterher noch mit brauner Schuhwichse eingeschmiert, um ihnen das Aussehen von Basalt zu geben. Nun, die solcher Art gravierten Steine werden dann an die Touristen verscherbelt. Den Indios sei es gegönnt. Dennoch sind nicht alle gravierten Steine Fälschungen unserer Tage. Das sind einmal die Motive. Man findet sie in keinen illustrierten Magazinen unserer Zeit. Wenn bei uns beispielsweise Herzoperationen durchgeführt werden, dann zapft die Chirurgie Venen und Arterien an den Armen und Beinen an. Auf den gravierten Steinen hingegen führen die Schläuche in den Mund des Patienten. Zudem ließ Dr. Cabrera von mehreren Steinen, die er als echt einstufte, geologische Gutachten erstellen. Die Minengesellschaft Mauricio Hochschild in Lima klassifizierte die angebotene Gesteinsprobe als Andesit. Andesit, das sind Steine, deren Komponenten durch mechanische Bewegungen und hohen Druck verursacht werden. An der Oberfläche zeigen die Andesiten eine ganz dünne, aber natürliche Oxidationsschicht. Und diese Schicht bedeckt ebenfalls die Rillen der Gravuren. Damit können die Gravuren nicht aus unserer Zeit stammen. Und zu einem ganz ähnlichen Schluss kamen die Gutachter der Nationalen Technischen Hochschule von Lima. Die haben gleich mehrere Steine untersucht und auch auf ihren Härtegrad getestet. Die äußere Härte der gravierten Steine entspricht im Durchschnitt dem Grad 3 nach der berühmten Mohn-Skala. Im Innern erreichen die Steine 4,5 Grad. Auch die Gutachter der Nationalen Technischen Hochschule stellten den entscheidenden Unterschied zwischen gefälschten und echten Gravuren fest. Über den alten Gravuren lag wie ein feiner Lack die Oxidationsschicht. Auch zeigten die Rillen unter dem Mikroskop verschiedene Alterserscheinungen. Den frischen Gravuren hingegen fehlten diese Merkmale. Bei Dr. Cabrera sind schließlich auch diese Gravuren als echt klassifiziert worden. Man erkennt Berge und schließlich Indios, die mit Teleskopen den Himmel betrachten. Suchten sie vielleicht Schiffe am Firmament, wie sie auf den gravierten Steinen tatsächlich vorkommen? Wir wissen aus den Texten des alten Indien, dass es fliegende Schiffe von unterschiedlicher Konstruktion gab und die Menschen diese Himmelsgebilde kannten und verehrten. Und noch eine Querverbindung sticht mir ins Auge. Bei Pater Crespi in Cuenca war mir eine Platte mit einem Saurier unter die Augen gekommen. Dasselbe bei den Gravuren von Dr. Cabrera. Hier stehen wir vor einem echten Paradoxon. Vor 64 Millionen Jahren, man muss sich das mal vorstellen, starben alle Saurierarten aus. Und das ist eine wissenschaftlich gesicherte Tatsache. Damals, vor 64 Millionen Jahren, gab es weder einen Menschen noch einen Vormenschen. Vermutlich waren die einzigen Säugetiere Spitzmäuse. Kein Mensch kann also jemals einen lebenden Saurier gesehen haben. Wie nur gelangen diese Urweltviecher auf die Metallplatten bei Pater Crespi in Ecuador und auf gravierte Steine von Professor Cabrera in Ica in Peru? Gerade die Darstellungen dieser Saurier beweisen die Fälschungen. Wird argumentiert. Die neuzeitlichen Fälscher sahen Saurierbilder in unseren illustrierten Magazinen. Und damit ist das Rätsel aus der Welt geschafft. Nein, es ist es nicht. In den vergangenen 3 Jahrzehnten sind an mehreren Punkten unserer Welt Saurierspuren neben menschlichen Fußabdrücken gefunden worden. Beispielsweise 12 Kilometer nordöstlich des Mount Vernon in Kentucky oder beim Örtchen Glen Rose in Texas. Dort fließt der kleine Palaxy River und im Flussbett wurden in derselben geologischen Schicht Saurier- und Menschenspuren entdeckt. Nicht gerade nur eine oder zwei,
sondern gleich dutzendweise. Für vernünftige Menschen gibt es zur Lösung dieses Rätsels nur eine Möglichkeit. Entweder der Saurierabdruck oder der menschliche Fußabdruck muss gefälscht sein. Beides zusammen ist unmöglich. Die wissenschaftliche Fehde um die Fußabdrücke im Paluxy River bei Glen Rose flammt alle paar Jahre von neuem auf. Wobei es nicht selten vorkommt, dass die Wissenschaftler ihre Fronten wechseln. Jeder Paläontologe und jeder Anthropologe weiß, dass Mensch und Saurier niemals gemeinsam lebten. Diese Überzeugung hält so lange, bis an Ort und Stelle die nächsten Gesteinsschichten gelöst worden sind und wieder ein Saurier und ein Menschenabdruck auftaucht. In Glen Rose und übrigens auch im benachbarten Walnut Springs gibt es hunderte derartiger Spuren. Und selbst die ältesten Einwohner kennen sie schon aus Großvaters Zeiten. Dabei will ich überhaupt nicht ausschließen, dass in Texas Fälscher am Werk waren. Denn viele Amerikaner, insbesondere aus dem religiösen Lager, haben seit jeher ein etwas gestörtes Verhältnis zur Evolution. Doch trotz den möglichen Fälschungen gibt es unzweifelhaft auch echte Saurierspuren neben echten Menschenabdrücken. Dies weiß man, weil die Abdrücke erst auftauchen, nachdem die geologische Schicht Stück für Stück losgelöst und weggetragen ist. Was also stimmt nicht? Diejenigen, die überall nur die Fälscher sehen, müssen wohl auf der Welt eine Horde armer Irrer vermuten, die nichts Besseres zu tun haben, als mit Fleiß und Spezialwerkzeugen Fußspuren ins Erdreich zu kratzen. Und diese Fälschertruppe muss dies über Generationen schon praktizieren. Noch mehr. Die Fußspurenfälscher müssen auch noch ein Geheimabkommen mit den Indios in Ecuador, in Südamerika, und jenen in Peru getroffen haben, damit die Fälscherfamilien schließlich auch dort Menschen und Saurier auf ihre Kunstwerke griffelten. Vielleicht aber sollten wir die Frage, ob echt oder Fälschung, besser zukünftigen Generationen überlassen und es bis dann mit William Shakespeare halten. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt.